Und schon sitzen wir im Auto nach Hamburg. Was machen wir denn in Hamburg? Und da sind wir schon in Hamburg angekommen, stehen an der roten Ampel und müssen erst mal warten, bis wir dahin weiterfahren können, wo wir hinwollen. Max, wo geht's hin? Rechts, links? Links. Da müssen wir hin. So, also Parkplatz haben wir schon mal gefunden hier in diesem fetten Parkhaus. Das haben wir aber anderen, ist egal. Wir haben jetzt einen Parkplatz gefunden. Wir stehen hier und jetzt suchen wir, wie wir hier weiterkommen. Luki, hast du alles eingepackt? Ja. Unsere Brezen. Und wir sind da, wo wir hinwollen. Nämlich im Kino. Wir sind extra von Kiel nach Hamburg gefahren, um in ein Kino zu gehen. Und das ist der Titel von dem Film, Das schönste Mädchen der Welt. Max, ja? Was wollen wir in dem Film? Den Film gucken. Warum? Warum das schönste Mädchen der Welt? Weil Jonas da drin spielt. Wer? Jonas. Wer ist das? Auch YouTuber. Sind wir die Einzigen, die hier in den Film gehen? Oder? Hier ist ja gar keiner. Ja. Ich bin läuft da schon seit 8 Minuten. Okay. Die M&M's sind auch hier. So, die beiden gehen jetzt in ihren Film. Die hatten auch das schönste Mädchen der Welt nicht so richtig Lust. Ja. Und wir beide gucken uns das schönste Mädchen der Welt an. Die beiden gucken übrigens Hotel Transylvanien Teil 3. Das liegt daran, dass Jonas mitspielt. Also, der wird nachher auch noch hier sein. Auf jeden Fall. Das schönste Mädchen der Welt. Das schönste Mädchen der Welt. Fürs nächste Mal, wenn bei mir sich einen vernünftigen Namen sieh nur für Arme, den können wir mal schicken lassen. Das schönste Mädchen der Welt. Das schönste Mädchen der Welt. Wie ist das? Oh mein Gott. Das schönste Mädchen der Welt. Woher hast du denn deinen Namen? Vom Buchseiten umblättern? Ich bin übrigens Benno. Roxy. Ich darf einmal das Mikro nicht weitergeben. Vielen Dank. Wie toll, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ich werde es kurz machen, weil ich mir denken kann, dass ihr nicht unbedingt wegen mir gekommen seid. Toll, dass ihr hier seid. Es hat viel Spaß gemacht, die letzten Minuten mit euch hier zu gucken. Und ich kann den Amseln sehen. Und jetzt bitten wir einmal auf die Bühne den one and only Champ, Hüseyin El Iraki. So, jetzt kommt meine gute alte Freundin, die schönste auf ganz YouTube, Julia Butex. So, klatschen, bis die alle unten sind, ne? Der Weg ist lang. Hallo! So, und jetzt einmal zum Bezaubern und im echten Leben ganz lieben Jonas Ems! So, jetzt geht's weiter. Wir kommen jetzt zur Hauptdarstellerin, die, ich würde sagen, ihren Job hätte nicht besser machen können. Ein Tosenapplaus für Luna Wedler. Ja, hallo zusammen. Ich habe die große Ehre, unseren super tollen Hamburger Aaron Helmer Cyril auf die Bühne zu bringen. Dankeschön. Ja, das war's eigentlich bis jetzt. Wir wollen noch sagen, wenn euch der Soundtrack gefallen hat, dann könnt ihr jetzt auf Spotify, iTunes und wo auch immer euch das noch ein bisschen reinpfeifen. Und dann sehen wir uns gleich zum Fotos machen und so, ne? Ja, wir. Davor. Wir können gleich was probieren. Ganz kurz eine Frage. Wer von euch hatten alles Instagram? Okay, das ist schon mal sehr gut. Wer von euch hatten alles WhatsApp? Okay, das sind noch mehr.
Und zwar, wir haben nämlich eine WhatsApp-Gruppe, beziehungsweise so einen WhatsApp-Ticker für unsere Tour. Wir sind ja gerade auf Kinotour. Waren vorhin schon in Bremen, gestern in Lübeck, davor Schwerin, davor Berlin. Wir schicken über diesen Ticker immer so ein paar Nachrichten, ein paar Videobotschaften, dies, das, so kleine News von unserer Kinotour. Und wer von euch Lust hat, dem zu folgen oder die Infos zu bekommen, der kann einfach mal auf Instagram gehen zum Tobis Filmclub. Da gibt es dann alle Infos, da könnt ihr dann euch anmelden bei dieser WhatsApp-Gruppe. Genau. Ihr Lieben, schön, dass ihr da wart. Und jetzt könnt ihr uns gleich draußen sehen. Und dann können wir Fotos machen. Alle, die sich jetzt gerne noch auf dem Foto mit den Darstellern vorne platzieren wollen, bitte ich einmal oben die Tür, dort wo mein Kollege steht, zu benutzen. Dort werdet ihr einmal einen Gang runtergeführt zu einer Treppe nach unten und dort können wir dann mit euch die Selfies machen. Dankeschön. So, das war's jetzt hier. Wir sind jetzt raus aus dem Film und wie war der? Ja. Hast du noch zur Hälfte mitgeguckt, ne? Die 10 Minuten sind ja aber gut. Oh, und wieso machen die jetzt alle Fotos hier mit Max? Der war gar nicht mit im Film, oder? Nee, aber der ist ja. Hey, kann ich auch ein Foto? Ich will auch ein Foto. Ich will auch eins. Ja, ein Foto haben. Und jetzt kriegen wir noch die Möglichkeit, mit einem Darsteller zu sprechen, ja. Mit Jonas Emse. Max und Ash sind schon vorausgegangen. Weiß nicht. Ey, wie groß ist das eigentlich hier bitte? Und das ist mal so voll hier, ne? Die waren noch nicht alle im Kino, oder? Zeig das mal kurz. Dort werden Fotos gemacht. Und Unterschriftenstunde. Und hier sind die Stars nochmal. Zum Greifen nah. So, wir sind jetzt auch alle wieder zusammen hier. Wir haben uns wiedergefunden, alle wieder da. Alle wieder zusammen. Und dann würde ich sagen, fahren wir jetzt mal nach Hause, ne? Ja. Abflug. Nach Hause. Max, was sagst du? Was? Nach Hause. Nach Hause. Los geht's. Los geht's. Achso. Nehmen wir einen Stift? Und hier ist nochmal Autogrammstunde. Passt. Und hier gibt es auch nochmal das Auto von dem schönsten Mädchen der Welt. Haben wir gerade im Kino gesehen. Und drüben dann gleich noch eins. So, und das war's jetzt hier von uns. Von ich unserem. Mund macht dann nichts, kannst weiter essen, das ist normal. Wir mussten sogar selber da noch Fotos und Unterschriften und sowas. Sehr erstaunlich, ne? Also der Spielfilm war cool. Guckt's euch an. Den möchte ich auch nochmal sehen, den ganz. Machen wir, ich guck den auch nochmal mit. Der war echt richtig gut. So, dann würde ich sagen, das war's jetzt hier mit meinem Video. Ich tucke jetzt mal nach Hause, ne? Ich tucke mal nach Hause. So, tschüss. Tschüss. Wollt ihr auch nochmal tschüss sagen? Tschüss. Bye, bye. Ich habe noch eine Flasche.